Franzosen, die dort arbeiten, wissen, was ich gehört. Ich wohne schon seit ein paar Wochen da. Noch keinerlei Probleme. Wir waren letzte Nacht auf Patrouille und sind nicht zurückgekommen. Man hat sie heute Morgen in einer Gasse gefunden. Oder das, was von ihnen noch übrig war. Was macht sie hier? Schön, Sie zu sehen. Gerade rechtzeitig genug. Würde ich eine ordentliche Bratwurst geben. Haben Sie denn nichts zu tun? Eines für Kinder. Echte Männer trinken Bier. Kräftiges deutsches Bier. Und jetzt habe ich Durst. Der Keller ist für Personen ohne entsprechende Freigabe gesperrt. Nein, ich habe nicht gesehen. Ja, ich habe die dann gesagt. Lass ihn mal sehen hier. Ich nicht gehen. Geht um die Top ins Theater. Sie muss ja neu sein. Überfall heute Nacht. Ja, wir rücken in der nächsten Stunde auf. Das Treppenhaus ist nur für Autoritäten. Bleiben Sie stehen und zeigen Sie Ihre Papiere. Sollte eigentlich alles in Ordnung sein. Sie müssen hier neu sein. Dieses Treppenhaus ist nur für Offiziere. Zu wem wollen Sie? Polizeiführer Heinrich. Der Wachmann in der Empfangshalle meinte, ich soll diese Treppen nehmen. Herr Heinrich muss befohlen haben, die Haupttreppe zu schließen. Gehen Sie. Anstellt? Ich werde den Rest meines Lebens nicht, was diese Stopp! Schreie nicht vergessen doch, können. Kein Zutritt. Ich glaube, ich habe schon seit einer ganzen Woche nicht mehr in meinem Bett geschlafen. Entschuldigen Sie bitte die Störung, mein Herr. Wie kann ich Ihnen helfen? Man sagte mir, je suis de votre côté. Qui êtes-vous? Courage. Vous n'êtes pas seul. Battez-vous avec moi pour libérer la ville. Vous avez ma parole. Je le jure. Vos camarades sont en chemin. Vive la résistance. Verschwinden Sie! Das geht Sie nichts an! Ça suffit. Mais qu'est-ce que... Restez cachés. La résistance sera bientôt là. Vos camarades sont en chemin. Vive la résistance! Guten Abend. Sie sollten nicht hier unten sein. Die Jungs sind ungehobelt.
Tut mir leid. Ich gehe ja schon. In Ordnung. Dann gehen Sie. Das liegt nur daran, dass wir nicht genug Geld oder Macht haben, um Sie zu interessieren. Jedenfalls nicht die Hübschen. Ja, wären wir doch Offiziere, dann würden hübsche Frauen für uns Schlange stehen. Ja, genug geträumt. Lass uns spielen. Ich brauche noch mehr von Ottos Kohle. Entschuldigen Sie bitte die Störung, mein Herr. Wie kann ich Ihnen helfen? Haben Sie die Werke Valenz gelesen? Ja, das Herbstlied mag ich besonders gerne. Es ist auch einer meiner Lieblingsgedichte. Bitte, hier entlang, Fräulein. ¿Todo listo para hacer el intercambio? No, es pronto. Y llego tarde a una reunión. Prepararé los explosivos en una maleta como la suya. Hay que hacer el cambio en la sala de guerra. Tú delante. No, me están vigilando. Use su tapadera para ir a la oficina de Heinrich. Desde allí cortará camino por el ala norte y evitará los controles. No deben vernos juntos. Nos reuniremos en la sala de guerra.